So, dann hier nochmal einen wunderschönen guten Morgen, 7:30 Uhr zum Wake-up-Call von Unity Global, Tag Nummer 8 des 90-Day-Runs. Ja, ich freue mich, euch alle wieder hier zu haben. Ich sehe ein paar verschlafene, aber energetische Gesichter hier heute Morgen. Einige Leute sind beim Frühstück, andere sind auf dem Weg zur Arbeit. Für die, die gerade schreiben können, würde ich ganz gerne mal wissen, wer alles von euch jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. Nee, ich frage mal andersrum, wer nicht auf dem Weg zur Arbeit ist, weil die auf dem Weg zur Arbeit sind, können schlecht schreiben. Ganz kurz mal ein kleiner Daumen hoch, die gerade noch dabei sind. Ich höre gerade hier im Bett. Genau, schreibt mal ganz kurz, wo ihr gerade seid. Jemand ist schon auf der Arbeit. Wahnsinn. Und ja, hier aus, jemand sponsert schon. Buongiorno aus Italien von der Angela. Und ja, gerade aufgestanden. Wahnsinn, super. Und das um ja, diese Uhrzeit, alle Leute schon hier frisch und ja, auf dem Weg, ihre Dinge zu tun. Hier ist meine Frage: Wie viele von euch würden denn heute gerne etwas anderes tun, als auf dem Weg zur Arbeit zu sein? Ich möchte euch mal die Frage stellen: Wenn ihr selber entscheiden könntet, was ihr tut, wärt ihr dann jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit oder würdet ihr irgendwas anderes tun? Und was würdest du tun? Stell dir diese Frage mal. Stell dir einfach mal diese Frage, was du tun würdest, wenn du selbst entscheiden könntest. Was würdest du morgens um 7.30 Uhr tun? Und naja, hier ist ein kleines Beispiel von mir an dieser Stelle. Was würde ich tun? Naja, genau das, was ich gerade tue. Ich würde einen Morning Call machen um 7.30 Uhr, weil ich das einfach gerne machen möchte, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne diese Zeit daran investieren möchte, anderen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und danach werde ich meinen Rucksack umlegen und werde zum Sport gehen. Das ist das, was ich morgens um 7.30 Uhr mache. Und ich kann euch an der Stelle sagen, ich würde es nicht mehr missen. Es ist unglaublich, dieses Gefühl über seine Zeit selbst bestimmen zu können und eben diese Dinge tun, die man gerne machen möchte. Und natürlich, ich sehe gerade von Sarah, dann würde ich ausschlafen. Auch das ist ein wahnsinnig gutes Ziel. Habe ich auch lange gehabt und habe ich auch eine ganze Zeit lang genossen. Aber irgendwann stellst du fest, dass es ja tollere Dinge gibt, wenn du wirklich entscheiden kannst. Ja? Gut. Woran worum wird es heute gehen? Heute wird es um ein Thema gehen, die Frage, wie du es möglichst schnell erreichst, selber entscheiden können, wo du hingehst und selber deine Zeit entscheiden zu können. Wir haben in den letzten Tagen, vor allem in den Abendcalls, darüber gesprochen, was die Aktivitäten sind, was du tun musst, wie du es dir kalkulieren kannst und dass Erfolg planbar ist. Ja, Erfolg ist kein Zufall, Erfolg ist planbar, gerade im Network Marketing. Wenn du jetzt noch nicht weißt, wovon ich spreche, wenn du noch nicht weißt, warum jeder Anruf 2.000 Euro wert ist, dann höre dir auf jeden Fall nochmal die Calls an von den letzten zwei Abenden. Die Abendcalls jeweils um 23 Uhr, die stehen in den Gruppen. Einfach nochmal reinklicken, nochmal anhören. So, heute geht es darum, wenn du jetzt diese täglichen Aktivitäten durchführst, das heißt, wenn du jetzt schon weißt, was du heute zu tun hast, dann gehen wir jetzt gleich da rein, wie du das nochmal ja, effizienter gestalten kannst, wie du da nochmal mehr Power reinbekommst. Und hier ist noch eine Frage in den Chat an euch und die bezieht sich auf deine heutige Aktivität. Wie viele Menschen wirst du heute anrufen und einladen, sich das Jeunesse-Geschäft oder die Produkte anzugucken? Was ist dein Ziel für heute? Schreib mir einfach mal eine Zahl unten rein in den Chat. 2, 5, 10, 25. Wow, 25 ist schon mal eine Megazahl, sowohl von Tobi, sowohl von Andreas. Und hier seht ihr schon das Commitment, ja, von den Leuten, die hier Gas geben. Angela 40, Respekt. Sebastian 30, Marc 10, Elke 5, 30. 10 heute Abend auf die Präsentation bringen. Mega. Krasses Ziel. Ja, der Simon auch 10. So, ihr seht schon hier, wie momentan die Energie ist in der Komplettorganisation. Und es ist eigentlich vollkommen egal, ob es 5 sind, ob es einer ist, ob es 30 sind. Setz dir das Ziel und zieh das Ziel einfach durch. Und das ist genau dieses Ding. Und ihr merkt gerade, was hier eigentlich abgeht seit diesem Call-Wochenende. Ja, seit die Menschen ihre Angst verloren haben zu telefonieren. Ja, wie einfach das ist, mit Menschen zu sprechen. So, und das, was ihr jetzt hier reinschreibt, so heute Abend um 23 Uhr ist der Recap-Call. Ja? Und um 23 Uhr schauen wir uns die Ergebnisse an. Ja? Ich mache mir gerade mal ein Screenshot hier von den Ansagen hier an der Stelle. Mal gucken wir heute Abend mal, was wirklich dabei rumgekommen ist. Und ihr werdet überrascht sein, wie die Ergebnisse am Ende aussehen.
wenn du wirklich mal 10, 20, 30, 40 Leute kontaktierst. Leute, es geht gar nicht anders, als damit erfolgreich zu werden. So, und jetzt kommt das Thema des heutigen Tages. Jetzt, wo wir die Aktivität festgelegt haben, möchte ich mal über die Qualität der Kontakte sprechen. Weil die Qualität deines Netzwerks oder deines Geschäftes ist immer so gut wie die Qualität deiner Kontakte im Allgemeinen. Und wenn ich den heutigen Call mit zwei Wörtern beschreiben müsste, dann ist es Sponsor Up. Das heißt auf Englisch Sponsor nach oben. Ja? Und ich möchte euch hier mal ein Beispiel geben. Nehmen wir an, du bist gerade komplett frisch im Network Marketing, du bist gerade ganz neu mit dabei und du müsstest dich bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. 10 heißt, du bist Top-Networker, du bist Profi, du bist an die Spitze gegangen, du kannst alles, du weißt alles, du inspirierst Menschen. Und 1 ist, hey, ich habe Bock drauf, aber ich weiß noch nicht wirklich, was ich tun will oder tun muss. Wie würdest du dich bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? Hand aufs Herz und ganz ehrlich. Wenn du es nicht weißt, frag dich einfach, wie würden dich andere bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. So, die meisten heute auf dem Call werden eine Zahl haben, die ja relativ zu Beginn ist, ganz genau. Ich habe sie schon mal, sehe schon, perfekt. Ja, 2, 3, 7, 3, 8. Wir haben ja verschiedene Bewertungen drin. Und das ist auch ganz interessant, weil die Leute, die länger dabei sind, geben sich selber natürlich eine höhere Zahl, weil sie schon die Erfahrungen gesammelt haben und gemacht haben. Menschen, die frisch dabei sind, denen noch ein bisschen die Erfahrung fehlt, das Selbstbewusstsein fehlt, geben sich eine niedrigere Bewertung. So, und hier wird es jetzt interessant. Es gibt, um es runterzubrechen, man könnte es psychologisch einfach erklären, was du haben möchtest, sind in deinem Business Zehner. Ja? Du möchtest Menschen mit einer Bewertung 10 in deinem Business haben. Menschen, die von sich selber sagen, Network Marketing, hey, ich bin eine 10, ich bin eine 9. Ja, vollkommen egal, ob ich Erfahrung habe, aber ich habe das Netzwerk, ich habe die Erfahrung, ich bin Unternehmer, ja, ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ich kann Kommunikation, ja, ich kann Leadership, ich kann Verkauf. Solche Leute willst du in deinem Business haben, weil die natürlich sofort an die Decke schießen. Denn, wichtig, deine Vergangenheit bestimmt deinen Start im Network Marketing. Könnt ihr euch mal aufschreiben. Deine Vergangenheit bestimmt deinen Start im Network Marketing. Aber auch wichtig, nicht deine Zukunft. Okay, weil du kannst selbst entscheiden, wer du wirst, vollkommen egal, wo du gerade stehst. Aber Menschen mit einer erfolgreichen Vergangenheit haben es auch einfacher zu starten, weil sie haben diese Aufgaben, diese Persönlichkeitsentwicklung schon durchlaufen. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du an eine 10 ran? Und hier ist die Regel, Sponsor nach oben. Wenn du beispielsweise eine 4 bist, dann wird es relativ schwer sein, eine 10 zu sponsern. Und du kannst dir das mal folgendermaßen vorstellen, und zwar, wie viele von euch kennen Rollenspiele? Könnt ihr ganz kurz mal reinschreiben im Chat unten. Yo, ich, ein paar winken gerade. Ja, Rollenspiele, egal ob online oder offline. Früher gab es mal das schwarze Auge. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Ja, das schwarze Auge. Ein paar gucken gerade skeptisch. Das war so meine Zeit. Ich bin jetzt 35, als ich jung war. Da hat man sich noch zusammengefunden mit ein paar Leuten. Und dann gab es immer einen Meister, ja, der hat eine Geschichte erzählt. Und jeder hatte seine Rolle. Du warst ein Elf, ein Zauberer, ein Krieger, ja, oder was auch immer. Und dann hast du dich in diese Geschichte versetzt, da gab es auch keine Computerspiele. Und dann hast du dich in diese Rolle versetzt und das dementsprechend dieses Abenteuer dann durchlebt mit deinen Freunden und musstest dir alles vorstellen. Später kam Warcraft. Ja, wer kennt alles Warcraft? Ja, da gab es jetzt auch einen Kinofilm. So, und wenn du jetzt so ein Computerspiel spielst oder wenn du so ein Rollenspiel spielst, dann startest du irgendwann, du kreierst deinen Charakter und du bist ein Charakter Level 1. Nehmen wir an, du kreierst dir dein Waldmagier, ja? So, du bist Waldmagier Level 1. So, was ist deine Aufgabe im Rollenspiel? Deine Aufgabe ist, in den Leveln aufzusteigen, kontinuierlich und besser zu werden. Wie machst du das? Ganz einfach, Punkt Nummer 1, du erlebst Abenteuer. Ja? Also machst sogenannte Quests. Ja, stellst dich Herausforderungen. Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung schaffst, kriegst du wieder Levelpunkte und dein Charakter entwickelt sich. Oder erlernst bestimmte Fähigkeiten. Ja? Gehst irgendwo hin, ins Elfendorf und lernst ein Schwert zu schleifen. Ja? Dann steigern wieder deine Fähigkeiten. Oder du bekommst Freunde, bekommst Weggefährten, ja? Und wieder steigern deine Fähigkeiten. Wieder steigt dein Level. So, und hier ist meine Frage, wie ist denn das im echten Leben? Natürlich gehst du kein Schwert schleifen, um besser zu werden, aber du erlernst neue Fähigkeiten. Du lernst zum Beispiel Kommunikation, du lernst zum Beispiel Dinge über Leadership, du lernst zum Beispiel Dinge über dich, wie du eine bessere Person wirst, ein besserer Mensch wirst, eine bessere Führungskraft wirst.
Ja? Du umgibst dich mit Leuten, die besser sind als du, weil du bist der Schnitt der 4 bis 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und du steigst wieder an. Und das sind die Wege, wie du dich weiterentwickelst und quasi besser wirst, Schritt für Schritt. So, und hier ist das Beispiel. Wenn du jetzt eine 4 bist, ja, und noch von der Entwicklung her nicht so weit, und du hast jetzt hier einen Unternehmer und der Unternehmer ist eine 10. So, ja, also quasi Waldelf Level 4, Unternehmer Level 10. Ja? So, oder machen wir es andersrum. Networker Level 4 und Unternehmer Level 10. So, wie kommst du an den jetzt ran? Relativ schwierig. Ja, weil Level 10 guckt auf Level 4 und sagt, interessant, liebe Hausfrau Erika Müller oder lieber Kfz-Mechaniker, ich habe schon, 150 Mitarbeiter. Relativ schwierig, dass du mir jetzt sagst, wie ein Business funktioniert. Wie kommst du dahin? Indem du dich weiterentwickelst, ja, und dementsprechend deine Zeit auch in Persönlichkeitsentwicklung investierst. Ja? Weil dann steigst du im Level auf und irgendwann begegnet man sich auf Augenhöhe, vollkommen egal, woher du kommst. Weil deine Vergangenheit bestimmt zwar deinen Start, wenn du in der Vergangenheit dich schon hier hochgearbeitet hast und jetzt im Network startest du auf einer 10, aber es wird am Ende niemals deine Zukunft bestimmen, weil du dich hier hocharbeiten kannst. Und jetzt ratet mal, als ich im Network gestartet bin, glaubt ihr, ich war eine 10? Nein. Ich habe auch unten gestartet und wusste noch nicht, wie komme ich an die Menschen ran, wie kann ich mit den Menschen sprechen, wie reagieren die Menschen auf mich. So, aber hier ist ein Shortcut. Wie sponsert man denn jetzt nach oben? Und das ist das ja unglaublich an unserer Branche, weil zwei Dinge. Das erste ist, wenn du eine 4 bist, du kannst ganz einfach eine 5 sponsern. Ganz einfach. Ja? Sponsor so einen nach oben. Eine 5 kann sich jeder vorstellen. Wenn du eine 4 bist, du kannst dir vorstellen, eine 5 zu sponsern. Was automatisch passieren wird, was aber nicht dein Fokus sein soll, ist, dass du als 4 eine 3 sponserst. Weil was passiert dann, wenn du als 4 eine 3 sponserst? Naja, die 3 wird eine 2 sponsern, die 2 eine 1 und dann ist das Niveau deiner Organisation relativ schwach, sowohl finanzkräftig wie auch von der Persönlichkeitsentwicklung und dann fällt es verdammt schwer aufzubauen. Wenn du aber direkt in den Standard setzt und sagst, hey, ich bin eine 4, ich sponsere eine 5 kann eine 6 sponsern, eine 6, eine 7, eine 7, eine 8, eine 8, eine 9, eine 9, eine 10. Und 10er sponsern sowieso 10er. Ja? Und es gibt diesen Satz, den hat Jochen Schweizer gesagt auf einem Seminar, auf dem Motivationsday von Makalai damals. Und er hat gesagt, A people sponsor A people. Und B people sponsor C people. Ich übersetze das mal ganz kurz auf Deutsch. A-Menschen sponsern A-Menschen. Ja? Also wenn du oben bist, du arbeitest nur mit Menschen, die genauso top sind wie du. Wenn du aber eine B-Person bist, sprich, wenn du, machen wir es mal andersrum, 10er sponsern 10er, Punkt. 9er sponsern 8er, 8er sponsern 7er. Und das ist das Problem. Das Niveau deiner Organisation fällt automatisch. Ja? Und du musst das Ding rumdrehen mit dem Selbstbewusstsein. Hey, wenn du heute in der Lage bist und sagst, ich gehe raus und mache 25 Leute heute, die ich kontaktiere, dann gibt es keinen Grund, auch nicht die Top-Leute zu kontaktieren. Weil die reagieren genau gleich wie anderen auch. Du bist die Vorschau, nicht der Film. Du schickst nur ein Tool raus, nur eine Information und jeder guckt sich seinen Film selber an. Und ich habe das Beispiel vor 3 Tagen schon mal gebracht. Wenn du ins Kino gehst und du guckst beispielsweise, ich habe keine Ahnung, was gerade im Kino läuft, ich bin leider ein bisschen out of order wegen dem 90-Day-Run, aber ich nehme mal einen ganz alten Film. Nehmen wir mal an, du gehst ins Oldschool-Kino, gibt es eins in Köln hier, da laufen immer alte Filme. Und du guckst Rambo 5, ja, so, du gehst mit 10 Leuten in Rambo 5 wahllos aus deiner Bekanntschaft, ja, Frauen, Männer, alt, jung, wie auch immer, glaubst du, jeder wird nachher sagen, das war der Hammerfilm, das war genau das Ding, auf das ich gewartet habe? Nee, wahrscheinlich werden 3, 4 Leute sagen, boah, krass, geilster Film aller Zeiten, und andere werden sagen, naja, hätte ich mir auch sparen können. So, und genauso ist es bei uns in der Branche auch, du schickst eine Information, quasi den Trailer, aber jeder schaut seinen eigenen Film. Ob der Film gerade in sein Leben passt, ob die Gelegenheit in sein Leben passt, entscheidet er selbst. Und es spielt keine Rolle, ob das ein Unternehmer Level 10 ist, der das Geschäft erkennt, oder ob das jemand ist, der von 9 to 5 ganz klassisch arbeitet und gerade auf der Suche ist nach einem zweiten Standbein und gerne mehr Freizeit hätte oder 300-400 Euro dazu verdienen will. Den Film schaut sich jeder selber an. Wir sind nur im Informationsgeschäft und nicht im Überzeugungsgeschäft. Auch wichtiger Satz. Wir sind nicht im Überzeugungsgeschäft, sondern im Informationsgeschäft. Mehr Aufgabe hast du nicht, ja, wenn du sponsorst. So, und hier ist der Shortcut, den ich euch eben versprochen habe. Wie kann man dann jetzt trotzdem als 4 an eine 10 kommen und zwar sofort? Naja, relativ einfach. Nutz die Macht der dritten Person, sprich dein Sponsor, deine Ablein. Wenn du so einen 10er hast und ihm eine Information rausgeschickt hast und der 10er sagt, hey, grundsätzlich interessant,
Aber, sorry, du bist nur eine 4, würde natürlich nicht so sagen, sondern in anderen Worten, kannst du sagen, du überhaupt gar kein Problem. Ich habe da jemanden, der bereits XY Geld in der Branche verdient hat, der bereits ein Netzwerk von XY 1000 Leuten hat, den ich dir super gerne mal vorstellen würde, weil ich glaube, dass ihr zwei super miteinander klarkommt. Und die Person kommt auch aus dem Unternehmertum. Ja, die Person hat auch Dinge aufgebaut, ähnlich wie du. Unterhaltet euch mal. Pupp, setzt du eine 10 ein, die mit einer 10 spricht. Manchmal, und das ist noch ein kleiner Tipp am Rande, überschätzt man auch die Leute aus seiner Perspektive heraus. Weil viele Unternehmer sind gar keine Unternehmer. Ja, wenn du jetzt so jemanden hast, wo du sagst, oh, das ist eine 10. Ja, der hat ja sein eigenes Geschäft, der hat 7, 8 Angestellte. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Um einfach euch da ein bisschen Angst zu nehmen. Wenn jemand auf seiner Visitenkarte CEO oder Geschäftsführer stehen hat, dann bedeutet das, er steht selber im Geschäft. Und das wollen die meisten gar nicht. Ja, die haben irgendwann ihr Unternehmen gegründet, weil sie da gerne raus wollen. Das sind Menschen, deren Geschäft nur läuft, weil sie selber da sind. So, und wir haben hier ein Tool an der Hand, da spreche ich aus eigener Erfahrung, als ich damals mein Unternehmen hatte, meine Fitnessstudios hatte. Ich habe meinen Job geliebt, ich habe es geliebt, Menschen zu trainieren. Ich sage euch, was ich gehasst habe. Jeden Morgen um 7 Uhr da zu sein und 23 Uhr rauszugehen. Was ich noch gehasst habe, den Müll rauszubringen. Ich habe meine Buchhaltung gehasst. Ja, ich habe es gehasst, alles zu kontrollieren, was meine Angestellten machen. Und ich habe gehasst, dass mein Einkommen 30% runterging, wenn ich nicht im Studio war. Und so geht es den meisten Selbstständigen, ja, die ihre eigenen Geschäfte haben. Und deswegen braucht ihr keine Angst zu haben, rauszugehen und auch denen das Geschäft zu zeigen und denen das Geschäft anzubieten, weil es sind mehr Menschen auf der Suche nach einer Option, als ihr euch das vorstellen könnt. Also, kleiner Wrap-up vom heutigen Call. Also, Punkt Nummer 1, Sponsor nach oben. Ja? Punkt Nummer 2, entwickel dich weiter. Auch wenn wir im 90-Day-Run sind, nimm dir 30 Minuten. Ja? Nutz natürlich die Wake-up-Calls. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Hier geben wir das weiter, was wir schon gelernt haben. Ja, aber nimm dir ruhig mal 30 Minuten und lese ein Buch. Jeden Tag nur 30 Minuten. Ja, das kannst du dir auch im 90-Day-Run leisten. Nicht mehr, 30 Minuten reichen aus im 90-Day-Run, aber addier das mal auf über ein komplettes Jahr, was da rauskommt. Ja, an Informationen, an Learning und so weiter. Ja. So, Punkt Nummer 3, nutze deine Upline, ja, die dir dabei hilft, nach oben zu sponsern. Und Punkt Nummer 4, hab keine Angst, auch mit ja, sogenannten High Potentials zu sprechen. Am Ende werden auch die nur eine von zwei Sachen sagen, nämlich ja oder nein. Mehr kann ja nicht passieren. Ja? Gut, wir haben gesehen, was heute hier am Start sein wird. Wenn ich das mal aufaddiere, dann werden ja allein hier in der Gruppe heute Morgen, jetzt haben wir hier, so, ich rechne mal, überschlage mal gerade. So, wir haben 100, wir haben 200, wir haben knapp 300 Menschen, die heute kontaktiert werden, allein aus dieser Gruppe. Das heißt ja, anhand unserer Quote 10, 3, 1, also 10 Menschen kontaktiert, 3 Menschen interessiert, einer, der damit einsteigt, in den nächsten Tagen mal mindestens 30 Leute insgesamt allein aus dieser Morning-Gruppe hier registrieren. Ich freue mich auf heute Abend, 23 Uhr, gebt Gas, live your life to the fullest, wie man auf Englisch sagt, und freut euch drauf, was passiert nach den 90 Tagen, wenn auch ihr um 7.48 Uhr eventuell nicht Dinge tut, die ihr nicht tun wollt, sondern vielleicht zum Sport geht, ausschlaft oder andere Dinge tut, auf die ihr gerade Lust habt und auf die ihr euch schon lange gewartet habt und Spaß habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Let's rock. Wir sind heute Abend 23 Uhr und viel Spaß und vor allem viel Erfolg beim Aufbauen eures Geschäfts. Bis dahin und ciao.